Ihr habt ja letzte Woche gesehen, wie ich mich schön durch Indonesien gequält habe. Ja, und weil das so schön war, geht es heute genau so weiter. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber Indonesien ist und bleibt auch erstmal der Tiefpunkt meiner Reise. Ich weiß nicht, ob ich einfach die falsche Insel ausgewählt habe. Ich bin hier auf der Insel Sumatra und ich fahre hier wirklich, wirklich durch ärmliche Gegenden. Die Straße ist echt oft ziemlich, ziemlich schlecht und es macht wirklich keinen Spaß, da mit dem Fahrrad drauf zu fahren. Aber was mich wirklich richtig nervt, das klingt jetzt blöd, aber sind die Menschen. Ich fahre hier wirklich durch ärmliche Gegenden. Ich habe das Gefühl, ich bin der erste Europäer, den die sehen, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber so fühlt es sich für mich an. Und egal wer, er guckt mich an. Egal wo ich bin, egal was ich mache, ich werde angeguckt. Es stehen Leute um mich rum, ich habe keine Minute für mich alleine. Das Schlimmste ist auch, die rufen einem immer hinterher. Heißt, man fährt einfach Fahrrad und dann ist rechts eine Werkstatt, da brüllen drei Leute in deine Richtung. 5 Meter weiter ist auf der anderen Seite ein Café, da brüllen 5 Leute raus. Du wirst immer angebrüllt mit Hey Mister, Hello Mister. Und es kommt immer ein How are you? Und dann sagt man Good. Und ja, dann war es das halt, weil ja, das ist. Ach, das klingt jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber mir passiert das jetzt halt wirklich seit 3 Tagen jetzt. Die ganze Zeit ununterbrochen wird man angebrüllt, gut, anbrüllen klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber man wird, ja, die rufen einem zu und das ist die ersten 3 Male nett und lustig, aber irgendwann wird es absolut nervig und auch immer die Reaktion von den Leuten, wenn sie dann einem zurufen und dann winkt man zurück oder sagt irgendwas zurück und dann lachen sie sich alle kaputt, weil der Ausländer geantwortet hat und das ist so. Es ist für die normal und ich verstehe das auch absolut, weil das halt aus. Also, ich denke mal, dass das neu ist und nicht so oft passiert hier und dass deswegen was Besonderes ist, aber für mich ist es halt nichts Besonderes, weil ich es die ganze Zeit habe und deswegen nervt es mich halt einfach nur. Die LKWs, die. Da kommen schwarze, pechschwarze Wolken aus dem Auspuff. Das färbt schon meine Arme schwarz, wenn ich fahre. Meine Klamotten sind so dreckig von diesem ganzen Ruß. Das ist echt widerlich. Und die Autos und gerade die LKWs und auch Busse fahren da so gefährlich. Das ist eine Straße, einspurig, also in jede Richtung eine Spur, also zweispurig, meine ich nicht. Die überholen ständig. Das ist scheißegal, ob da was von vorne kommt. Der LKW überholt einfach. Die krasseste Szene bisher war, ich werde von einem LKW überholt und gleichzeitig überholt ein anderer LKW den LKW, der mich überholt hat. Und da dachte ich auch nur, ich wollte eigentlich alles mit dem Fahrrad fahren, aber die letzten Tage habe ich jetzt auch so mit Krämpfen zu kämpfen. Ich muss teilweise absteigen vom Fahrrad und mein Fahrrad schieben, weil meine Oberschenkel krampfen und ich nicht mehr weiterfahren kann. Wenn ich aufs Fahrrad aufsteige, krampfen meine Oberschenkel. Ja, heute hatte ich sogar, dass ich, wenn ich gebremst habe, meine Hand verkrampft hat. Also auch richtig gefährlich. Ich konnte nicht mehr bremsen mit der Hand. Das ging nicht. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich höre auf meinen Körper und fahre jetzt ein Stück mit dem Bus und fahre dann in Ruhe weiter bis nach Jakarta. Ja. Es ärgert mich zwar, dass ich das jetzt machen muss, weil ich gerne die gesamte Strecke mit dem Fahrrad gefahren wäre, aber andererseits, es macht im Moment wirklich keinen Spaß, hier Fahrrad zu fahren. Also wollte ich dann irgendwo in Indonesien in einer kleinen Stadt mir ein Busticket organisieren, um in die nächstgrößere Stadt zu kommen. Und ja, was soll ich sagen? Also das Ganze läuft nicht so einfach ab wie in Deutschland. Definitiv nicht. Ein einziges Chaos hier. Ich war gestern schon einmal hier und habe mich nach dem Preis erkundigt und wann der nächste Bus fährt. Mir wurde gesagt, der Bus fährt um 12 und jetzt bin ich hier. Dann kommt schon irgendein anderer Mann von der Seite an und will mich zu seinem Busunternehmen locken. Das war dann aber doch irgendwie das Gleiche. Und dann sollte das teurer sein. Ich hatte aber zum Glück, hatte ich den, weil ich mir sowas schon gedacht habe, habe ich mir extra den Zettel aufgehoben von gestern, wo er das aufgeschrieben hatte, die Uhrzeit und den Bus und den Preis. Und damit habe ich dann jetzt halt den gleichen Preis bekommen. Und
Jetzt fährt der Bus aber doch erst um 1, weil er kommt um 12 an, fährt um 1 los und keiner weiß hier so richtig was irgendwie gefühlt, keiner spricht Englisch und es ist ein Chaos, es ist absolut nervig. Ich will einfach nur in diesen Bus. Ich habe gefragt, ob er eine Klimaanlage hat. Sie haben gesagt, ja, ich hoffe, das stimmt auch, denn die Busfahrt geht irgendwie 19 Stunden. Wenn ich keine Klimaanlage habe, dann sterbe ich in diesem Bus und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen hoffe ich einfach, dass er eine Klimaanlage hat und dass ich mein Fahrrad da heil reinkriege, es heil ankommt, ich heil ankomme. Ja, ich hoffe, das klappt. So habe ich die letzten 20 Stunden verbracht und so gute 4 Stunden habe ich jetzt noch vor mir. Das Gute ist, der Bus hat eine Klimaanlage. Das ist das Positive. Die Straßen sind, will ich nicht drüber reden, und der Bus ist die ganze Zeit überholend. Ich habe, ja, ich will nicht sagen Todesangst, aber ich habe schon die ganze Zeit schon ein bisschen Angst, würde ich schon sagen, ja, doch. Natürlich hatte der Bus Verspätung und es ist nicht bei den geplanten 19 Stunden geblieben. In dem ersten Bus habe ich fast 24 Stunden verbracht und dann musste ich noch umsteigen und ja, wie soll ich sagen, der erste Bus war Luxus, der zweite Bus war Horror. Da habe ich auch nicht gefilmt, ich war viel zu fertig, ich habe im Bus nicht geschlafen. Ich war komplett fertig und am Ende. Und bei meiner Planung habe ich nicht ganz so bedacht, dass der zweite Bus mitten in der Nacht ankommt. Also bin ich mitten in der Nacht irgendwo in Indonesien mit meinem Fahrrad. Top! Ich bin jetzt ziemlich genau 35 Stunden Bus gefahren. Bin ziemlich fertig, habe im Bus kaum geschlafen, eigentlich gar nicht geschlafen, eher so ein bisschen gedöst und die Augen zugehört, aber geschlafen nicht wirklich. Hier ist es jetzt gleich Mitternacht und ich sitze jetzt hier mit meinem Fahrrad auf der Straße. Ich werde jetzt gleich in die Richtung weiterfahren, in die ich muss und gucken, ob ich da irgendwo ein Hotel finde. Und ansonsten, ja, fahre ich entweder die Nacht durch oder suche mir irgendwo einen Platz, wo ich mich hinlegen, mich ausruhen kann und mich wenigstens ein bisschen erholen kann, weil jetzt gerade bin ich echt ziemlich fertig. Es folgt gerade ein Tiefpunkt auf den nächsten Tiefpunkt und das ist ziemlich nervig gerade. Ich bin fertig mit Asien, mit Indonesien, insbesondere mit Indonesien. Ich wurde jetzt bei den Bustickets so beschissen, das ist unfassbar. Ich habe hier gerade mit einem Mann gesprochen, der meinte, normalerweise zahlt man so von da, wo ich gestartet bin, Dumai bis hierher, so um die 450.000. Ich habe insgesamt 1,1 Millionen bezahlt. Das ist halt so ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht. Bei dem zweiten Bus hatte ich keine Energie mehr, irgendwas zu verhandeln oder was auch immer. Die haben damit argumentiert, dass es teurer ist, weil ja Weihnachten ist und Neujahr ist, aber das andere Ticket habe ich einen Tag davor gekauft. Also das ist absolut bescheuert. Ja, es ist so, ich kann es nicht mehr ändern. Es kotzt mich derbe an, aber es ist so. Ich sitze hier jetzt, es ist zum Glück nicht kalt. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen radeln, ein bisschen Fahrrad fahren und dann gucken, ob ich einen Schlafplatz finde. Gegessen habe ich auch nicht wirklich was. Keine schöne Situation. Keine schöne Situation. Irgendwie hat es gerade auch was Beruhigendes, um diese Uhrzeit zu fahren. Es ist nicht so viel los. Die Temperatur ist angenehm. Und es ist gerade angenehm zu fahren, nachdem ich 35 Stunden gesessen habe. Ich hatte jetzt überlegt, mir irgendwie eine Parkbank zu suchen oder so. Aber in diesen Städten hier gibt es halt keine Parks. Die sind so
ja, ich sag mal, hässlich und dreckig, die Städte. Da gibt es halt keinen Park, wo man sich auf eine Parkbank legen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt, aber ich werde mal gucken, ob ich irgendwas finde. Ich bin gerade mal so ein paar Szenarien im Kopf durchgegangen. Ich bin hier komplett alleine im Dunkeln unterwegs. Und ich wusste bis eben nicht mal die Notrufnummer. Habe ich jetzt mal nachgeguckt, jetzt weiß ich sie. Weil es kann ja doch so einiges passieren, habe ich gerade mal so überlegt, wenn ich hier alleine unterwegs bin im Dunkeln. Und es sind wirklich nicht viele Leute unterwegs. Und da habe ich gerade ein bisschen Schiss bekommen, wenn ich ehrlich bin. Aber es lässt sich nicht ändern jetzt. Muss ich jetzt durch. Das ist eine Bank geworden. Ich habe jetzt, ich würde nicht sagen geschlafen. Ich habe hier eine Nacht verbracht auf dieser Bank. Ich habe kein Stück geschlafen. Bin hundemüde. Ich saß hier auf meiner Bank rum die ganze Nacht. Hab ein bisschen Musik gehört und ansonsten saß ich hier, lag ich hier. Das ist eine Bank, man kann nicht wirklich drauf liegen, sie ist steinhart, sie ist zu schmal für mich und ich sag da nichts zu. Ich wurde von meinem Schlafplatz mal wieder vertrieben, weiß ich nicht, er wollte irgendwie wieder Geld von mir haben und ich habe einfach gesagt, no money, ich habe kein Geld und ich bin abgehauen. Das war mir zu blöd, ich wollte erst nicht noch für bezahlen, dass ich auf der Bank liege. Und ich will nicht sagen, dass ich geschlafen habe, ich habe mich ausgeruht, hatte die Augen ein bisschen zu, aber geschlafen habe ich, glaube ich, nicht wirklich. Ja, war halt direkt an der Hauptstraße, da sind die ganze Zeit Autos vorbeigefahren und war laut wie sonst was, war Tachel, das war so eine Raststätte, wo Busse anhalten, also haben immer wieder Busse angehalten und die Leute sind natürlich neugierig, wenn da so ein Fahrrad steht. Die sind alle zum Fahrrad gekommen, haben sich das angeguckt, haben mit mir geredet und ich lag da und habe mir einfach nur gedacht, ich will mich einfach nur ein bisschen ausruhen. Aber so ist das. Ich bin jetzt aber dafür, dass ich kaum geschlafen habe, die letzten drei Nächte, finde ich doch recht munter. Ich werde jetzt, hier bin ich bei dem Supermarkt, werde ich ein bisschen was frühstücken, mich hier ein bisschen entspannen, ganz entspannt und dann noch ein paar Kilometer fahren, nach einem Hotel, nach einer Unterkunft suchen und dann heute ein bisschen Schlaf nachholen und morgen, Montag, geht es dann für mich weiter in Richtung Jakarta. Dann habe ich noch so drei Tage, an denen ich ganz entspannt fahre und dann komme ich entspannt in Jakarta an und dann habe ich da noch eine Woche und dann war es das mit Indonesien. Ich werde es, glaube ich, nicht vermissen. Ich glaube nicht. Da kommt der Anstieg. Jetzt geht es erstmal den Berg hoch. Wir atmen hier so viele Abgase ein. Das ist absolut ekelhaft. Ich schieb schon. Ich habe keine Lust zu fahren. Schieben ist gerade angenehmer. Diese Abgase nerven mich so an. Es nervt mich gerade so vieles an. So heben. Unfassbar. Es geht bergab und die Stimmung bergauf. Herrlich. Mittagspause. Es gibt mal wieder was vom, nicht von der Straße. Da ist die Straße, ist ein kleines Restaurant direkt an der Straße. Das werde ich vermissen, wenn ich nicht mehr in Asien bin. Diese kleinen Restaurants, die
wirklich günstig sind und das Essen schmeckt wirklich gut meistens. Jetzt wird erstmal gegessen und dann wird noch ein bisschen weitergefahren. Eigentlich wollte ich nur ein paar Kilometer fahren und heute einen entspannten Tag machen, weil ich die letzten drei Nächte kaum geschlafen habe. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich komme gerade gut voran und es macht Spaß. Und noch bin ich nicht so müde. Mal gucken, ob ich jetzt hier gleich beim Essen, wenn ich zur Ruhe komme, einschlafe. Und dann geht's weiter Richtung Fähre nach Jakarta. Ich habe gerade mal meine Hose ein bisschen ausgewaschen. Richtig schön braunes Wasser. Das ist nur die Hose. Mehr nicht. Einfach nur meine Radfahrhose. Donnerstagabend habe ich das letzte Mal geduscht. Freitag bin ich mit dem Bus losgefahren. Heute ist Sonntagabend. Ich hatte jetzt 3 Tage, hat mein Körper kein Wasser gesehen. Mein Körper ist komplett dreckig, voll mit Dreck und Sonnencreme, Insektenschutzspray ist absolut widerlich. Deswegen werde ich diese Dusche jetzt so sehr genießen. Ist ein bisschen zu klein für mich, ich muss mich kleiner machen, aber die Dusche wird herrlich. Das tut verdammt gut. Ich bin in Jakarta angekommen.
das nächste große Ziel nach Istanbul. Es ist so krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe jetzt schon den zweiten großen Abschnitt hinter mir. Europa fertig, Asien bin ich jetzt durch. Ich habe jetzt noch eine Woche hier in Jakarta. Ja, die letzten Tage hier in Indonesien war nicht schön. Also, ne, Indonesien hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich genieße jetzt die letzten paar Tage in Jakarta noch. Ich bin hier jetzt in einem Hotel. Ein sehr kleines Zimmer. Ich passe hier rein ins Bett, gerade so. Ja, Zimmer ist klein, aber mein Gott. Ist jetzt für eine Woche. Am 29. nach Weihnachten geht dann mein Flieger. Ja, dann geht's weiter. Jetzt erstmal genieße ich noch ein paar Tage Jakarta hier und dann verabschiede ich mich jetzt gebührend von Asien.